Oh! Wir starten direkt in unserem Schlafplatz. Wer es halt das letzte Mal nicht mitbekommen hat, wir schlafen in einem alten Schulbus. Ist sehr angenehm dort, ja. Muss ich schon sagen. So, das hier ist mein Feld. Wachstumsphase 4 von 6. Das dauert noch ein paar Tage. Wir sind erst bei Tag 2 jetzt. Rolf übt schon für den nächsten Simulator. Wieso üben? Das verstehe ich nicht. So. Wir haben noch Dünger drin. Und haben 3 Aufträge. Der Spritzeauftrag ist mit dem Objekt verbunden. Das heißt, wir machen jetzt Feld 6 oder 28. Wo sind wir? 61. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal zu 28 hoch. Ne, lass mal erstmal so. Lass mal erstmal so. Das sind ja Schienen. Ups. Ah, da ist eine Straße. Hoffentlich bringt die mir auch was. Okay, sie bringt mir nichts. Oh, doch, da ist noch was. Ein Feldweg. Okay. 86% ist noch befüllt. Der ist gut. Wird wahrscheinlich nicht für einen Auftrag reichen, aber das passt schon. Oh Gott. Das ist ein bisschen interessant hier. Oh je. Alles klar, Paul, viel Spaß im Lurk. Ich doch gerade auf aufklappen. Jetzt. So. Muss jetzt erstmal mein GPS wieder anmachen. Ihnen aus. Die Linien an wollte ich, glaube ich, oder? Weiß jetzt nicht. Moment, das war jetzt Käse. Könnte so reichen. Ach ja. Ich habe vielleicht auch vergessen, automatische Breite. Oh, das könnte echt knapp. Na, ich mach's vielleicht nochmal anders. Mach's nochmal anders. Muss ihn sowieso nicht alles befüllen. Irgendwie war das jetzt ganz merkwürdig.
So, jetzt aber. Ist klar. Anmachen, los. Okay, vielleicht doch wieder ein bisschen schräg. Verdammt. Ich krieg's einfach nicht mehr hin. Dass ich's gerade mache. Schwierig. Ach, fuck. Ich bin übrigens ein sehr, sehr guter Akademiker. Hab das nämlich gelernt. Okay, reicht. Bin ich Prof, dass bin ich froh, dass Prof nicht in Echtbau ist. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Cookie trinkt gerade wie ein bekloppter lauwarmes Wasser. Ist doch gut, oder nicht? Weil ich in deiner Nähe nicht echt Angst hätte. Warum? Ich kann mit großen Maschinen umgehen. Guck doch. Ist doch nice. So. Nicht gut für den Bauch, gibt Bauchaue. Ach so. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Haben wir denn schon 8%? Na, schaffe ich das bis zum Ende des Feldes? Nö, das Feld ist ja. Das Feld ist ja noch viel! Oh fuck! Wie schlecht bin ich denn? Ach du Scheiße, habe ich das schlecht kalibriert. Ja, fick doch die Henne. Ach du Scheiße. Ich glaube, der wird mir den Auftrag nie wiedergeben. Ich glaube, das habe ich mir jetzt verkackt hier. Oh Mann. Hey, das Ding hat auch Rüberbreite. Ich kann das echt schlecht abschätzen noch. Ich muss wieder reinkommen in das Game. Fuck. Ich fahr doch gut. La 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 la. Ja, mache ich wirklich. Ich schwöre. Ich schwöre bei meinem Behöre. Doch. Nein, doch. Oh. Ach
Ja, wir versuchen ja auch einen Kredit abzuarbeiten, ne? 100.000 minus. Und wir brauchen ja noch ein paar Gerätschaften dann. Ach so, da war ein Baum. Etche, deine Warnung kam nicht an. Ich habe den Baum fast gar nicht gesehen, du. So, und wer muss jetzt eigentlich diese Woche von euch noch arbeiten? Wer muss noch ran und wer darf schon ausschlafen? Bis Freitag. Stimmt. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt. Bis Mittwoch. Nice. Solche Fragen stellt man nicht. Ey, ich muss auch noch voll durch. Also fast voll. Donnerstag und Freitag, okay. Ich aber, naja, ich arbeite eh durch. Würde ich normalerweise auch, wenn ich könnte. Aber ich bin diesmal Weihnachten ja nicht da, ne? Ich werde nur am zweiten Weihnachtsfeiertag dann streamen. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Zweiter Weihnachtsfeiertag ab 13 Uhr. Wenn wir irgendwas spielen, worauf wir Bock haben. Vielleicht gucken wir uns auch Medieval Dynasty mal an. Mit dem neuen Update. Wo geht's hin? So, mein Schatz. Mittwoch bis Sonntag. Noch habe ich Mittwoch frei und dann bis Sonntag durch. Ja, leider. Leider. Ja, mein Schatz ist wirklich Urlaub. Ja, weg würde ich auch gern, aber ich habe dafür keine Urlaubstage. Nö, nö, irgendwann. Irgendwann. Nee, aber Sonntag bin ich die Arbeit. Ich kann ganz schön anstrengend sein. Frag Paul. Siehste? Sag ich doch. Danke, Paul. Fürchterlich. Ja, ätzend, ne? Einfach nur ätzend. Die am 24. offen haben, mega assi. Dass Leute meinen, am 24. noch unbedingt einkaufen zu müssen? Mega assi. Aber dies ist jetzt Gott sei Dank ein Sonntag. Und dadurch habe ich auch einen Urlaubstag mehr zur Verfügung. Weil für Heiligabend und Silvester müsste ich einen Urlaubstag opfern. Weil das Büro schließt. Letztes Jahr, als die Läden geschlossen hatten, nach den Feiertagen, hatten wir voll wenig nur noch im Lager und Laden. Ah, ja. Verstehe ich. Das verstehe ich. Oh, ich glaube, wir müssen gleich Dünger kaufen. Das kann ich schon mal erledigen. Das ist ein E. Was?
Noch was begießen, bespritzen. Die Leute kaufen aber auch ein, als gäbe es keinen Morgen. Es gibt auch keinen Morgen. Wenn man nicht ins Bett geht. Heute war es schon voll, als wäre es Samstag. Ja klar, die ersten Leute haben ja heute alle frei. Versorgen sich jetzt für die Woche. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt morgen und übermorgen ruhiger wird. Und dann die nächsten eintrudeln, die ebenfalls frei haben. Ah, schaffen wir noch eine Reihe? 10% nur befüllt. Komm, wir riskieren es. Oder? Ist eigentlich egal. Na komm, wir versuchen es. Dienstags ist immer der umsatzschwächste Tag, egal wo ich war. Hm? Deswegen. Und jetzt ist recht. Denke ich. Die Leute rasten bei Feiertagen sowieso immer aus. Aber das verstehe ich nicht. Das ist doch nur ein Tag. Gut, diesmal sind es zwei, aber warum ausrasten? Bei uns immer im Dezember. Hm. Okay, ich glaube, das schaffe ich nicht, die Reihe. 1%. Wenn die Leute dem Personal gegenüber einfach mal höflich und nett wären, würde ich ja schon mal helfen. Das ist Wunschdenken. Das ist Wunschdenken. Habe ich da ausrasten gehört? Oh ja, Shiro, hast du? Und wunderschön, wie geht's dir? Alles fresh? Mr. Shiro, Shiro. Bitte benehmen Sie sich. Chill. Bitte rasten Sie nur halbmäßig aus. Ach ja, ich habe noch Kaffee. Kaffee, Kaffee, Latte. Hm. Etwas müde auf die letzten Arbeitstage des Jahres, aber wird. Ja. Bei mir auch. Ach, jetzt kommst du mit Vorsicht, Baumretsche. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Gerade eben hätte ich dich gebraucht. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Oh. 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 Ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ich kam wieder raus. Ich hab mich ein bisschen verkeilt. Vorsicht, Straße. Oh, danke, Shiro. Oh. Ich hab mich schon gewundert, warum man so gut fahren kann. Ich glaube, ich brauche sogar mehr noch, ne? So. 95%. Das wird für das nächste Feld auch nicht reichen. Auch tiefere Löffel. Inwiefern?
Mama arbeitet als Bäckereifachblub, erzählt auch immer. Nee, 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 nee. Was? Auf meine passt ja nichts drauf. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ne? Einfach den Teller ansetzen. Ja, den flachen Teller vor allem. Je flacher, desto doller. Ja, Suppenkeller passt aber nicht in die Nutella rein. Ich hab's probiert. Ist voll doof. Sind das etwa keine Normlöffel? Nee. Und leider auch keine Schüssel. Dann hast du nicht die richtige Größe gebraucht. Und Nutella Gott sei Dank nicht. Nutella ist Schmutz. Ganz genau, Sonja. Für Nutella braucht man keinen Löffel, nur eine Mülltonne. Fett mit Spuren von Haselnüssen. Lecker. Eben. Das ist es ja. Nee, es sind Suppenlöffel. Hm. Wie diese D-Mark-Euro-Umrechnung. Nutella-Größe damals. Stimmt. Oh, ist das lang her. Dann halt andere Nuss-Nougat-Gläser. Biscoff Biscuit! Woo. Und Misa, nein! Na, was geht? Als Fresh? Wie du siehst, bin ich immer noch am Spritzen. Aber ich habe schon gesagt, ich mache jetzt die drei Aufträge noch und dann reicht das erstmal mit Spritzen. Weil das wären gerade zu viele Aufträge. Ich will ja jetzt noch so langsam mal mein Feld machen. Lot 1C hat Misanthrope ein Sub gegönnt. Lot 1C giftet Etty 1 Sub to Misanthrope. Oh fuck! They have given 80 Gift Subs in the channel. Fuck! Lot hat mich abgelenkt. Hier hatte ich schon gespritzt. Oh, aber Loti, vielen, vielen Dank, dass du Misan versappt hast. Oh scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Da habe ich schon gespritzt. Oh nee, ich spritze doch nie zweimal am gleichen Ort. Das mache ich nicht. Mann! Ich habe aktuell diese Twix-Schoko-Aufstrich-Dings. Ist ganz cool. Hört sich cool an. Müsste ich mal ausprobieren. Uwe Martine ist das Beste. Ja, komme ich leider noch nicht ran wegen Malz. Traue ich mir noch nicht so. Schokocreme ist nicht so lecker. Dann lieber Acetscheiben. Oh! Die Acetscheiben sind richtig gut. Kaffee, Kaffee, Latte, wolkenweich und schäumend, duftet sanft geröstet, gepudert mit Kakao. Zügel die Zunge, ist noch keine 2200. Doch, irgendwo bestimmt. Manno. Prof, spritzt nie zweimal am gleichen Ort? Nick, was geht da bei euch ab? Oh, ein Vogel. Nein? Schaf ist leider auch zu weit weg. Ihr meint, man kann diese Acetscheiben ohne Schokocreme als Träger essen? Ja! Natürlich! Ich hatte noch nie Acetscheiben mit Schokoträger. Noch nie! Immer ohne. Oder, was ich auch gerne mache, diese Scheiben aufs Brot und dann noch Schokostreusel drüber. Das mache ich auch gern. Männer, warum? Was denn? Keine Ahnung, was der hier schon wieder erzählt. Achso, was? Jetzt sieht doch gar nichts. Bin zu breit. Bin zu breit. Chat, ich bin zu breit. Aber mehr Schoko ist mehr Schoko. Ah, ich finde, es gibt auch zu viel Schoko. Aber ich bin jetzt auch kein großer Fan von Schokolade. Ist selten, dass ich mal richtig Bock drauf habe.
So wie heute jetzt ausnahmsweise mal. Jetzt hänge ich schon wieder fest. Auf das warme Tuch, ganz genau. Ich denke gerade, wie ich für die Schlepper meine eigenen Equals mache. Der erste Schlepper habe ich schon fertig. Oh, was mache ich denn? Das ist nur der Spiegelbruch. Ach so! Ach so! Die Geschichte. Die Geschichte. Vorsicht, Baum. Wo? Da ist nichts. Ich glaube, es hat kein Schokobrötchen dazu nehmen. Das wäre dann wirklich zu viel Schoko. Ja, okay, Shiro, okay. Da bin ich ganz bei dir. Brötchen mit Schokocreme und Käse obendrauf. Vorsicht, Retsche. Hm? Retsche würde ich das zutrauen. Also Schokolade mit Brot ist so eine Sache, die ich noch nie verstanden habe. Warum? Warum? Hey, hey, Retsche, Retsche, hey, er fässt das Segel an. Hey, hey, Retsche, Retsche, hey, wir haben dieses Feld geschafft. Jetzt gehen wir auf Feld 6. Genau, Feld 6. So nämlich. Ein Bett im Kornfeld. Ein Bett im Kornfeld. Da sind wir dabei, denn dort gibt's Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Dieses Lied kenne ich nicht so richtig. Frisch gedüngt? Ja. Dein Fehler ist bei Brot, also diese Mehrvollkörnerzeug, das passt nicht mit Schoko. Da bin ich nicht so der Meinung, Shiro. Ich finde, dass gerade das gut passt. Ich liebe Vollkornbrot mit Schoko. Das mag ich richtig. Das ist wie Yin und Yang. Für schwarzer Schoko braucht es ein weißes Brötchen. Interessant. Das ist wirklich interessant. So habe ich das noch nicht gesehen, ja. So, ich lasse mal hier den Streifen außen sein. Besser ist das Kornfeld im Bett. Ja, das stimmt. Okay, jetzt brauchen wir Medis für ihn. Nee, ist schon zu spät, ist schon zu spät. Ich meine, Hashtag schlimmer Chat. Ist schon alles zu spät. Und ich habe eine awesome Karte gefunden. Musste dir bei Gelegenheit mal anschauen. Achterndiek heißt sie. Gibt es aber nur bei FBM. Achterndiek, ich glaube, die kenne ich. Ich glaube, die kenne ich. Aber guck ich mir nochmal an. Hashtag Kaffeesahne. Ey, der Chat ist super. Du bist super. Und da gibt's hin und wieder Loti. Ein Prof im Kaffeefeld. Yay. Vorsicht, Wasser. Ach so. Das Feld ist ja so rum. Na scheiße. Dreck. Da ist ja was dazwischen. Nee, Vorsicht, Teich. Einzelne Chat, wer immer lieb ist hier im Stream. Einfach mal F. F für Chat. F für den Chat.
Loti ist auch toll, der schmeißt immer mit Penissen um sich. Das stimmt. Durfte ich fühlen. War richtig toll. Schöne Dinge soll man teilen. Wo ist denn Dodo? Ich hab grad richtig Gänsehaut. So nämlich, Somnia, so nämlich. What the fuck? Oder so, Retsche. Oder so. Gobbel. Hey. Deswegen sind wir mit Dodo zusammengefahren. Ja, das war cool. Hat ein ganzes Abteil für uns alleine. Ihr seid gruselig, ich bin eine Eins. Du bist ja auch Somnia. Wichtigste Somnia EU West. Nächstes Mal wir alle zusammen. Ja, richtig. Richtig. Das nächste Mal nehmen wir Loti mit. Und das war auch der Grund, warum ich Ruheabteil gebucht habe. Weil ich genau darauf gehofft hatte. Du bist gruselig. Du magst Happy Game. Was ist Happy Game? Aber warte mal, Happy Game hatte die mir dir schon mal vorgeschlagen. War das nicht das? War da nicht mal was? Ich höre die Frösche. Ich höre die Frösche pupsen. I don't like it. Ein Game Master, wenn ich den irgendwann mal zusammenbekomme. Aber ich habe das Spiel nicht. Dann funktioniert das mit Game Master doch gar nicht. Der Algorithmus sucht auch die passende Umsteigezeit. Darum musste ich einen Zug später nehmen. Aber hoffe, das wird irgendwann besser. Irgendwas was. Ja, Loti, deswegen spiele ich auch immer mit der Umsteigezeit rum. Damit ich mehr Auswahl habe, weil ich kenne das Problem. Deswegen einfach mit der Umsteigezeit rumspielen, mit den Einstellungen, und dann geht das eigentlich. Vor allem buche ich auch gerne mit 30 Minuten Umsteigezeit, weil man nie weiß, was passiert. Und dann wird meistens noch eine andere Option angeboten. Ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Fühle ich, Schatz. Fühle ich. Ruh dich aus. Ruh dich aus. Weil das war leider erst der Anfang. Standard ist wohl 18 bis 20. Ich glaube 10 bis 15 sogar. Irgendwie sowas. Also oft bin ich wirklich erschrocken, wie knapp das kalkuliert ist. Beziehungsweise, ich glaube, du kannst es gar nicht auf Zeit begrenzen. Du kannst es nicht auf die Zeit begrenzen. Es kommt auch darauf an, wie weit du gehen musst. Das wird auch noch berücksichtigt. Ich vermute mal 10 Minuten plus Wegezeit. Ich habe meistens nur 10 bis 15 Minuten, weil meine Züge meistens auf dem anderen Gleis gegenüber losfahren. Und dadurch ist natürlich ganz entspannt. Aber manchmal hast du noch Fußweg zum anderen Gleis. Das wird noch mit berücksichtigt. Für Bett wäre ich jetzt auch zu haben, aber kochen muss sein. Und was gibt es heute, Shiro? Was zauberst du mir heute Schönes? Ich habe zum Glück schon durch. Was gab's denn zu essen, Schatz? Suppe. Ah, die gute Suppe. Ich hatte heute auch überlegt, einen Topf zu machen, aber ich habe die Zeit nicht gehabt. Deswegen gab es nur Baguettes.
Korean Beef Sandwich mit Karotten, dazu Ofenkartoffeln und Sweet Chili Mayo. Boah, gönnt euch. Das ist ja nice. Und die Ofenkartoffeln sind Wedges. Alter, ich liebe Wedges. Mmh. Mmh. Okay. Gönnt euch hart. Ja, Hum Hum, jetzt kommt eine andere Zeit. Leider, leider. Wir müssen es ohne meinen Schatz teilweise schaffen. Das wird hart. Vor allem am Freitag. Ich fange ja am Freitag schon um 14 Uhr an zu streamen. Und da wird sie ganz lange fehlen. Aber Chat, wir werden am Freitag wahrscheinlich 10 Stunden streamen. Das ist erstmal der Plan. Du musst du deinen Streamplan umplanen? Ja, könnte ich. Könnte ich tatsächlich, aber ich würde gerne den ganzen Tag nutzen. Ich möchte das Spiel beenden. Ich möchte Baldur's Gate schaffen. Am liebsten am Freitag komplett durch. Damit wir dann nächste Woche ein bisschen chillige Woche machen können. Und dann im neuen Jahr mit neuen Sachen starten. Wir können mal wieder Menschen in den Chat, die nur nicht da sind, weil ich da bin. Da gibt es doch niemanden. Und wenn, dann sind das Leute, die ich auch nicht hier möchte. Nee, solche Menschen gibt's nicht. So, wir holen jetzt nochmal Dünger. Ich würde auch fast sagen, ich mache nochmal 2 Paletten. Und den Rest, der dann übrig bleibt, den packe ich dann auf mein Feld, beziehungsweise stelle es daneben ab. Sag uns die und dann kriegen wir die. Ja. Ja, genau so. Aber eine Person kenne ich und die ist schon gekickt. Diese Person ist schon weg. Und das mit Recht. Denn wir geben uns nur mit Tollmenschen ab. So. Oh. Da ist ja noch was drin. Das ist ja unpraktisch. Selber süß, mein Schatz. Aber so richtig. Ich glaube, das habe ich dir heute Morgen noch gesagt. Und das stimmt immer noch. Oh, Baum. Bretsche, Baum. Mach den weg. So. So, nach der 6 machen wir dann Herbizid. Bevor der Auftrag verschwindet. Ja, ich habe immer noch Kaffee. Verdammt. Schon zu spät. Und das ist immer noch Bürokaffee. Bin am Essen machen nebenher. Sorry. Oh, finde ich gut, dass du das als Warnung auch verpackt hast. Das fühle ich. Dann mach weiter Retsche. Und was gibt's denn Schönes?
Aber dass die Nase heute so juckt. Vorsicht Baum, Vorsicht Baum, Vorsicht Baum, Vorsicht Baum. Hier ein paar Warnungen für Vorrat. Ja, okay, sind jetzt gerade verbraucht. Weiter geht's. Sind wieder da. Mach Salat, dazu Schnitzel und die kleine Fritteuse und eventuell noch Maultaschen zum Salat. Oh, Maultaschen. Das könnte man echt mal wieder machen. Oh Gott. Maultaschen und Leberknödelsuppen. Das hätte ich gern mal wieder. Salat aus der Fritteuse? Ja, wenn man es richtig macht. Ah, ich muss mal ganz kurz. Eieiei. Ah, wie das juckt. So. Zwei Portionen schickst du dann her, okay? Bachter. Retsche macht sowas. Retsche ist ein guter. Ein guter Bur. Nehmen wir mal. Retschi schickt auch tolle Postkarten. Das stimmt. Fass, du hast es fast verstanden. Ey, Shiro kann richtig gut kochen. Er hat dich verstanden. Ab in die Fritteuse mit allen. Oh nein! Ich sitze auf meiner Hand. Oder? Ja, tatsächlich. Oh nein! Ah. Muss sie taub werden zu lassen? Nein! Nein, nein! Ich doch nicht. Ein wunderschönen Timo, was geht? Alles fresh? Oder was? Boah, total zusammengedrückt hier alles. Oh, das Ende kommt schon. Das Ende kommt schon hier. Schon.